Haben wir hier in dem Raum noch irgendwas? Nein, also gehen wir direkt raus. Mach auf, sehr gut. Eigentlich könnte ich die ganze Zeit im Detektivmodus spielen. Eigentlich, denn man hat ja keinen. Hat man einen Nachteil davon? Ich glaube irgendwie nicht. Bisher habe ich keinen wirklich gesehen. Ja, genau. Tritt einfach raus. Es könnte ja nur überall jemand in der Gegend sein, der dich hört. Wo sind wir denn hier? Da oben kann ich hoch. Da oben muss ich scheinbar hoch. Und das sind ganz schön viele Leute. Okay. Oh, und wir sind draußen. Wir sind draußen. Machen wir mal kurz den Detektivmodus aus, einfach um uns das anzugucken. Aber es kommt sowieso eine Cutscene, also können wir uns das sowieso angucken. Das ist schon ein verdammt großes Häuschen, würde ich sagen. Eieieiei. Okay, Ziel erreicht. Nächstes Ziel bitte. Sag mir, was ich jetzt machen soll. Ach schön, das sagt mir das gar nicht. Das ist ja schön. Können wir hier irgendwo Rette. Komisch, na Gott. Nein, retten wollten wir dem eigentlich. Die Frage ist, wo der wohl rumeiert. Ich habe nämlich keine Ahnung. Tja. Da unten ist ein Gegner. Da unten sind Gegner. Kann ich die da vielleicht irgendwie... Der hatte auch eine Waffe, ne? Ja, tatsächlich. Und der hatte auch eine Waffe und der sieht scheinbar die anderen. Das ist nicht so schön. Vielleicht sollte ich erstmal den da oben in dem Turm ausschalten. Die Frage ist, wie komme ich da am schlauesten ran? Ich kann mich hier nirgends hinhängen. Das heißt, wir werden das jetzt mal so machen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und dann halte ich daran fest. Halte ich bitte daran fest. Oh, er tut's. Dass Batmans Auto immer noch vor der Intensivbehandlung parkt. Oh. Aber ich will nicht, Crap, der sieht dass das. Er die Insel schon jetzt verlässt. Der sieht jeder das natürlich. Jeder oder Kindergartenerzieher, der nicht gerade Partybefehle ausführt, sollte dahin gehen und alles zu Brei schlagen. Duck dich Order. Wieder? Setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. Okay. Beschütze das Batmobil. Na, das ist ja schon mal super. Ich wollte jetzt aber erstmal hier diesen Typen da, der direkt neben mir ist, ausschalten. Die Frage ist, wie mache ich das am schlauesten? Ich habe eine Idee. Das stört ihn überhaupt nicht. Na gut, dann nicht. Hallo? Ach, du bist eine Wache! Ich habe in den Nachrichten gehört, was passiert ist. Ich dachte, Joker zurückzubringen wäre eine gute Idee. Ich dachte, du wärst ein Gegner. Bleiben Sie hier, während ich mich darum kümmere. Dann nehmen wir mal das Tonband mit. Aufgezeichnetes Patientengespräch. Das Subjekt hat keinen dokumentierten Namen. Alias Name Joker. Im Raum befinden sich Anstaltsleiter Sharp und ich, Dr. Young. Ist das wieder einer dieser langweiligen Psychokarakterisierungstests? Nein, ist es nicht. Also, du bist der berühmte Joker. In Fleisch und Blut, na Doc? Wollen Sie, dass ich mir wieder die Tintenkleckse ansehe? Ja, bitte, mach das mal. Das Kätzchen, das ich hatte, als ich klein war. Der zweite ist, mal sehen, ist ein toter Elefant. Der dritte ist, sehr komisch. Lassen wir mal die Witze. Die Witze lassen? Hey, Schappi, hat sie nicht meine Krankenakte bekommen? Sei still, Clown. Jeder Arzt, der dich hier befragt, hat diagnostiziert eine andere Psychose. Alles Mögliche von multipler Persönlichkeit bis hin zu, naja, die Liste ist endlos. Ich tue mein Bestes. Das glaube ich nicht. Jede Krankheit kann geheilt werden, wenn man die richtige Behandlung anwendet. Ich glaube nicht. Sie denken, Sie können mich heilen? Oh, da bin ich mir sicher. Das glaubst du doch nicht ernsthaft. Okay, dann müssen wir jetzt das Batmobil beschützen. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Das ist da vorne und dann... Ja, ich weiß, wo ich hin soll. Ja. Da muss ich also lang. Okay. Oder auf der anderen Seite, aber ich denke, wir gehen hier lang.
Frage ist, sind hier irgendwo Gegner? Da unten sind welche. Und das scheinen tatsächlich Gegner zu sein. Hier komme ich nicht durch. Das da unten sind doch jetzt keine Gegner, ne? Das ist doch wieder irgendwie so eine Wache. Tatsächlich. Guten Tag. Wir mussten uns aus dem Tunnel zurückziehen. Aber es sind immer noch Wachen drin. Wir müssen da nochmal rein. Ich kümmere mich darum. Ich mach das schon. Danke. Kein Problem. Sag mir, ob du Verstärkung brauchst. Ach Quatsch. Verstärkung. Oh. Da vorne sind sie. Okay. Das heißt, wenn ich mich... Geht das, ohne dass die mich sehen? Tatsächlich, es funktioniert. Okay. Dann können wir die vielleicht wieder von hinten irgendwie ausschalten. Ja, das sollte eigentlich gehen. So. Und lautlos ausschalten. Und nochmal komm. Ja, geh erstmal drauf da. Sehr gut. Und lautlos ausschalten. Oh ja, genau. Das kriegen wir noch in Zeitlupe mit, wie ich ihn erwürge. Das ist ja super. Komm, jetzt darfst du auch wieder hier rüber. Sagen wir denen hier nochmal Bescheid oder ist das auch so in Ordnung? Du brauchst nicht mehr in Deckung zu gehen. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Ach komm. Hallo, ich habe das alles geregelt. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch einen Ausbruch sehen würde. Ach, dann nicht. Scharf hatte versprochen, dass hier alles sicher ist. Dann eben nicht. Dann gehen wir jetzt wieder zum Bettmobil. Was heißt wieder? Wir waren ja noch gar nicht... Oh. Es sind einige Gegner. Aber sie... Ach, sie sind alle unbewaffnet. Die ganze Insel steht bald unter meiner Kontrolle. Genau so ist es, Jungs und Mädels. Na komm. Wartet nur, bis ihr meine Pläne für diesen Ort hier seht. Es wird fantastisch. Kann ich nicht hier gerade mal... Ach, dann nicht. Ich krieg's jetzt halt so einen in die Fresse. Komm, bam! Zack, 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 zack. Oh. Oh, das ist schön. Lass dich nicht schlagen, Idiot! Und konter ihn, ja. Auch. Du wirst Blut. Oh, das ging aber... Schnell. Es gibt einen Vorrat an Explosivgel im Kofferraum des Batmobils. Vielleicht oh, Explosivgel. Das klingt doch gut. Ach nee, mit A, nicht mit X. Ich wollte das Batmobil nicht schlagen. Explosivgel kann benutzt werden, um strukturelle Schwächen in der Bausubstanz von Arkham zu zerstören. Jetzt haben wir endlich das Ding, um diese komischen Sachen wegzubraten. Habe ich das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Ich muss die Gegend um das Batmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt hat. So, aber hier war... Nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Hier war doch noch irgendwo was eben. Das wollte ich doch jetzt gar nicht. Oh Mann, ja gut, da muss ich jetzt erst das machen. Was haben wir denn da? Barbara hat sie ihm gegeben. Er würde sie niemals zulassen. Dann scan das mal bitte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wild Country, Gordons Lieblingstabak. Gordon ist schlauer, als er aussieht. Er hat mir eine Spur hinterlassen, der ich folgen kann. Oracle, ich habe eine Pfeife gefunden. Darin sind die Initialen deines Vaters eingeschnitzt. Habe ich ihm letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Er würde sie niemals zurücklassen. Genau. Er hat mir eine Spur hinterlassen. Er lebt, Barbara. Moment, das habe ich doch eben hier noch gesehen. Wie komme ich denn jetzt... Ah, okay. So, und jetzt, wie benutze ich das jetzt? Ah, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt kann ich das... Nein, so. Ah, rums. Das funktioniert doch super. Zack, eine neue Trophäe. Ich sitze nur hier und sehe mir Cartoons an. Haben wir hier noch irgendwo was? Was haben wir denn da? Au, 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 das meinte ich gar nicht. Kann ich das auch irgendwie, sehr... Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte das an die Wand sprühen, wenn es geht. Genau, so ungefähr. Jetzt gehen wir ein bisschen in Deckung und rums. Okay, das hat nicht wirklich geholfen. Dann halt nicht. Was haben wir hier? Da ist irgendwas da drinnen. Die Frage ist, wie kommen wir da dran? Aber das ist auch wieder so ein komischer Kasten, den ich überhaupt nicht irgendwie... Das ist natürlich ungünstig. Da brauche ich wahrscheinlich noch wieder ein anderes Gadget, um solche Sachen kaputt zu machen, ja.
Schade eigentlich. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Wo müssen wir denn hin? Die Tabakspur. Wo ist denn die Tabakspur? Da ist die Tabakspur. Die Sicherheitstüren sind verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden, um wieder auf Gordons Spur zu stoßen. Ja, ja, so schwer ist das ja nicht. Die Wand vor mir ist dünn genug. Mit dem Explosivtool kann ich einen Weg freisprengen. Das brauchst du mir nicht erklären, das ist schon klar. Und Tür öffnen. Da oben ist was. Nehmen wir an, ich muss da unten weiter, aber ich möchte gerne nach hier oben. Was haben wir denn da? Kann ich da irgendwie hoch? Nicht? Sicherheitsbolzen an der Wand befestigt. Kann ich das vielleicht hier mit so einem Battering irgendwie? Nein. Kann mich da aber auch nicht irgendwie hin... Ah, komm, geh da hoch. Hoch sollst du. Oder komme ich da von der anderen Seite irgendwie hin oder sowas? Vielleicht, aber ich sehe hier irgendwie nichts. Vielleicht komme ich von der Seite auch tatsächlich gar nicht da dran. Aber ich will mich jetzt auch, wie gesagt, nicht ewig auf die Suche machen nach irgendwelchen... nach irgendwelchen komischen Riddler-Symbolen. Zumindest vorerst nicht. Das können wir immer noch mal machen. Erstmal möchte ich gerne hier weiterspielen. Geht's weiter in die Nikotinspur? Was ist denn da? Visitor Center. Oh. Ich dachte diesmal wieder, das wären Wachen. Diesmal waren es aber keine Wachen, sondern es waren tatsächlich Gegner. Aber sie haben mich nicht bemerkt. Okay. Den wollte ich gar nicht jetzt. Vorne sind ein paar, sie sind tot, glaube ich. Das sind alles Gegner. Geht so runter zu dem Tabak. Ich würde aber gerne nach da oben erstmal hoch und gucken, was da ist. Ach, nee, ich wollte gerade sagen, hier geht's doch lang, aber das ist das gar nicht. Das hier ist nicht die Tabakspur, das ist was anderes. Cellblock. Und was ist hier oben? Guten Tag. Oh, da komme ich so nicht rein, scheinbar. Dann ist wieder so ein komisches Ding, das ich nicht aufkriege erstmal. Und was war denn da unten? Da unten war doch auch eben noch irgendwas. Da hinten ist eine Riddler-Trophäe. Ich habe sie gesehen. Ich wusste, dass hier unten irgendwo noch was sein muss. Zack! Einmal bitte nicht nehmen. Was haben wir hier hinten noch? Ein Haus. Und in diesem Haus liegt ein Tonband. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 17. Joker bleibt unkooperativ. Meine frühere Diagnose bleibt bestehen. Ich glaube, er findet zu viel Gefallen an sich selbst. Das glaube ich allerdings auch. Ich dachte, heute probieren wir mal was anderes. Da werde ich ja ganz rot, Doc. Ich habe eine Freundin. Dr. Quinzel, ich weiß, ich habe die Bänder gesehen. Ich weiß, was passiert ist. Was soll ich sagen? Ich bin ein Charmeur. Egal, ich dachte, es wäre gut, über deine Kindheit zu reden. Mal was von Romantik gehört, Doc? So leicht geht das nicht. Da müssen Sie schon mehr probieren. Was versteckst du? Haben Sie mich nicht verstanden? Eine Hand wäscht die andere und... Naja, ich werde Sie nicht in Plastik einwickeln und in der Gosse entsorgen. Ich weiß nicht, wovon du gerade geredet hast, aber irgendwie hast du einen an der Waffel. Aber das ist ja nichts Neues. Gut, warum kann ich eigentlich... Ich kann hier überall lang, ne? Was passiert denn, wenn ich einfach hier oben hoch... Die sind alle unbewaffnet, ne? Das heißt doch, die können wir problemlos einfach verhauen. So, pass mal auf. Konter, Konter, Konter. Ha, erwischt. Komm mal, komm. Na, da hat der Konter nicht so richtig funktioniert. Da aber. Kritischer Angriff, da war wieder einer. Du triffst. Zack, von hinten einen in die Fresse. Maximaler Kombo-Bonus. 8 hatten wir. Kann ich die hier auch irgendwie... Ach nee, ich habe sowieso die Batterings angewählt. Okay. Ich dachte gerade, ich hätte das Explosivgel und wollte sie wegsprengen. Aber es geht natürlich auch so. Die
Tabakspur führt auch hier hin. Das heißt, wir können hier direkt mal reingehen und gucken. Guten Tag. Oh. Aber davor ist leider so ein Ding. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich mich da... Das ist meine Ich-Zeit. Wo ist Gordon? Würdest du es nicht gern wissen? Ich bin hier drüben. Halt's Maul! Du dumme Kuh! Harley! Was macht er hier? Es ist zu früh! Tut mir leid, Süßer. Sei nicht sauer auf mich. Du kleines Luder! Ich kann nie böse auf dich sein! Mach auf! Tut mir leid, Batman. Du musst einen anderen Weg finden. Aufmachen sollst du. Dieser Weg ist versperrt. Ich suche draußen nach einem anderen Weg hinein. Lass mich raten, ich werde mich reinspringen müssen. Mal schauen. Einfach einmal um das Gebäude rundherum gehen. Vielleicht finden wir da ja unterwegs irgendwo was. Da ist Wasser, das ist vielleicht... Da sollte ich vielleicht nicht reingehen, vielleicht kann ich nach da oben und dann irgendwo mich übers Dach reinsprengen oder so. Wie wäre denn das? Ich muss aber tatsächlich ständig diese Detektivsicht anmachen, einfach um tatsächlich was sehen zu können, ob hier irgendwo wirklich ein Eingang ist oder sowas. Oh, oh. Zack. Natürlich meins. War das leicht für dich. So sollte es auch sein. Detektivmodus und auf geht's. Strukturelle Schwächen, da oben komme ich nicht hoch, okay. Das ist, muss er tatsächlich irgendwo auf der Seite nicht, denn da ist Wasser. Ah, das sieht doch gut aus. Jetzt muss ich nur mal gerade noch mein Explosivgel wieder anwählen. Und hüpf. Und sprüh. Macht mir das eigentlich Schaden? Okay, es macht mir keinen Schaden. Ich kann einfach daneben stehen bleiben. Ich dachte immer, ich muss davor wegrennen oder so. Ist hier sonst noch irgendwo was? Nein, also können wir direkt hier reingehen. Was haben wir denn hier so schönes? Wartungszugang, so, so. Ach, können wir einfach hier rüber. Ich will, dass alle Ärzte zusammengetrieben werden. Such das ganze Medizingebäude ab. So. Ich meine das ernst. Durchsucht jeden Raum, jedes Büro und jeden Mülleimer. Wenn noch ein Arzt versucht zu fliehen und das Gebäude verlassen kann, dann habt ihr nicht so viel Glück. Ich flute das Gebäude einfach mit Lachgas und lasse euch da sterben. Obwohl, das klingt lustig. Das mache ich auf jeden Fall. Komm, geh da rein. Aber ich möchte eigentlich auch zur Riddler-Trophäe hin. Die Frage ist, ob es hier tatsächlich durchgeht, aber das wäre zu einfach, oder? So, erstmal hier. Geht's erstmal gar nicht weiter. Dann geht's hier rum. Komme ich so tatsächlich zu der Trophäe? Nein, ich wusste, dass das zu einfach wäre. Ach, schade. Egal. Gehen wir erstmal hier weiter. Na, wo geht's denn hier lang? Eins weiter nach unten. Und kommen wir hier vielleicht lang? Ah. Drück auf. Ja, das hat ja super funktioniert. Dann nehmen wir die Trophäe mit. Das ist wohl wahr. Das war tatsächlich eine ziemlich einfache. Aber wir haben wieder ein Upgrade freigeschaltet, glaube ich. Yep, okay, bevor wir hier weitergehen. Erstmal, nein, da nicht. Hier, Upgrade. Mal schauen, was können wir denn da? Ich glaube, wir können jetzt noch mehr hier upgraden, was Neues, dadurch, dass wir das Explosivgel bekommen haben. Genau hier. Im Gefahrenfall wird das Explosivgel automatisch gezündet. Die Ziele sind dadurch vorübergehend kampfunfähig. Aber das bringt mir jetzt gerade nicht so viel. Da machen wir lieber irgendwas anderes. Was könnte man denn da zum Beispiel nehmen? Combo-Battering brauche ich nicht unbedingt. Komm hier, ich möchte die Spezial-Wurf-Kombo bitte haben. Dadurch können wir als nächstes weitere Kombos. Das ist auch immer ganz praktisch. Und mehr Gegner auf die Fresse hauen ist, denke ich, auch immer gut. So, komm, gehen wir da runter. Wo sind wir denn jetzt hier? Irgendein Lüftungsschachtsystem. Lass mich. Oh. Sei still und geh mit den anderen da runter. Bewegung! Okay, okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. Ja, das kriegen wir schon hin. Immer mit der Ruhe. Okay, also erstmal die Lage sondieren hier. Und ich würde sagen, auch erstmal die Batterings anwählen. Ich denke, die sind im Zweifelsfall immer noch die bessere Methode, sich zu verteidigen. Hier geht's nochmal weiter.
Sieh an. Wo kommen wir denn hier hin? Huch. Oh, mehrere Etagen. Vorne geht's weiter, da geht's runter. Komm, kletter mal da. Genau, kletter mal hier hoch und dann gucken wir noch, wo es hier lang geht. Hier geht's noch tiefer. Okay. Der Raum ist mir schon wieder ein bisschen zu groß. Kann ich das mal gerade da kaputt machen? Nee, so nicht. Es geht aber ziemlich laut los. Okay, machen wir die Dinger trotzdem erstmal kaputt hier. Na, wo ist es denn? Da war noch irgendwo eins. Ich habe es genau gesehen. Bodengitter. Da ist ein so ein Typ. Hier ist noch so ein Ding. Komm, machen wir das erstmal kaputt, bevor mich das irgendwann mal irgendwie verrät.